Die Antarktis, eine der größten Landformationen der Welt, ist seit langem ein Symbol der Abgeschiedenheit und des Geheimnisvollen und krönt den südlichen äußeren Teil unseres Planeten. Rufst du dir ein Bild der Antarktis auf Google Earth auf und du wirst eine weitgehend strukturlose weiße Masse sehen. Aber unter einer scheinbar undurchdringlichen Eisschicht liegen endlos verborgene Geheimnisse, die dem neugierigen Geist einfach keine Ruhe lassen will. So gibt es zum Beispiel immer noch keine Erklärung für die weit verbreitete Wilkes-Landanomalie. Einen riesigen Einschlagskrater mit einer so großen Gravitationskraft im Zentrum, dass eine regelrechte Blase erzeugt wird, die stark genug ist, um bis weit draußen im Weltraum entdeckt zu werden. Wissenschaftler sagen, dass diese Anomalie das Überbleibsel eines Asteroiden ist, der vor Millionen von Jahren die Erde getroffen hat. Aber nicht jeder ist davon überzeugt, dass ein gewöhnlicher Asteroid ein so starkes Gravitationsfeld erzeugen kann. Darüber hinaus prägen mehrere seltsam symmetrische Formationen die Landschaft und es gibt auch scheinbar einige veränderte Google Earth-Bilder, die die antarktische Landschaft zeigen, wenn man sie von oben betrachtet. Darunter auch einen angeblich zensierten Abschnitt, der schätzungsweise über 23 Kilometer lang ist. Vielleicht sind es diese Geheimnisse, die im letzten Jahrhundert zahlreiche Würdenträger und Militärexpeditionen auf den siebten Kontinent lockten. Aber wenn es kaum Fakten über die Geheimnisse gibt, die die Antarktis möglicherweise birgt, sind die Theorien über die eisige Landmasse, ihre Ursprünge und ihre verborgenen Inhalte weiterhin umstritten. In diesem Video schauen wir uns einige der bizarrsten Beispiele an. Neuschwabenland. 1939 entsandte das Dritte Reich eine Expedition in die Antarktis. Ja, es stimmt. Die Nazis haben tatsächlich versucht, auf dem gefrorenen Kontinent einen Stützpunkt zu errichten. Aber warum? In Wirklichkeit weiß das niemand so genau. Es ist nicht klar, welchen wissenschaftlichen oder vielleicht sogar wirtschaftlichen Nutzen Hitler daraus hätte ziehen können, an einem Ort zu operieren, der so kalt, ohne Leben und schwer zu bebauen ist. Doch der Mangel an Beweisen hat die Welt nicht davon abgehalten, sich zu fragen, ob hinter dieser Geschichte mehr stecken könnte, als man auf den ersten Blick sieht. Nach der Kapitulation der Nazis im Jahr 1945 kamen zwei deutsche U-Boote mit voller Besatzung in Argentinien an. Während wir vielleicht nie erfahren werden, was ihre Mission vor dem Sturz Hitlers war, haben sich viele gefragt, welchen Zweck deutsche U-Boote in diesem Teil der südlichen Hemisphäre neben dem Besuch der Antarktis gehabt haben könnten. Andererseits ist das Potenzial einer mit Hakenkreuzen geschmückten antarktischen Basis nicht das einzige Nazi-Rätsel, das in der südlichen Hälfte des Globus im Spiel ist. Außerdem gibt es in den freigegebenen JFK-Akten ein vor nicht allzu langer Zeit veröffentlichtes Dokument, das darauf hindeutet, dass Hitler den Krieg überlebt hat und sich in Kolumbien versteckt hielt. Operation Tabarin. Die Deutschen waren nicht die einzigen Teilnehmer des Zweiten Weltkrieges, die sich für den eisigen Kontinent interessierten. 1943, auf dem Höhepunkt des Krieges, startete sogar die britische Regierung eine vollständig bemannte Expedition in die Antarktis mit dem Namen Operation Tabarin. Warum es also für so wichtig erachtet wurde, die Walfangflotten genau im Auge zu behalten und feindlichen Schiffen in dieser Region sichere Ankerplätze zu verweigern, um die Entsendung eines hochmodernen Militärschiffes mit einer vollständigen Besatzung an Matrosen in eine Region zu rechtfertigen, die so weit weg wie möglich von den pazifischen und europäischen Schauplätzen entfernt ist, bleibt ein Rätsel. Wir können nur spekulieren, dass die Bedeutung einer verstärkten britischen Präsenz in der Antarktis möglicherweise durch Gerüchte über einen Nazi-Stützpunkt auf dem gefrorenen Kontinent gerechtfertigt wurde. Mit Sicherheit wissen wir nur, dass die Expedition zwei Winter überstanden hat und als unglaublich erfolgreich gilt, sodass die Überlebenden der Mission begeistert auf diese ehrgeizigen Anstrengungen zurückblicken, mehr über unsere Welt zu erfahren. Operation Hochsprung. Im Jahr 1946, als die psychologischen Schrecken des Zweiten Weltkrieges dem amerikanischen Volk noch in Erinnerung waren, schickte die US-Marine eine Expedition mit nicht weniger als 13 Schlachtschiffen und 33 Flugzeugen in die Antarktis. Diese Militärexpedition mit dem Namen Operation High Jump, also Operation Hochsprung, wurde von niemandem geringeren als Admiral Richard E. Byrd begleitet, der bereits für seine Alleinflüge über den eisigen Kontinent berühmt war. Die offiziellen Missionsparameter des Trainings
Für eisige Bedingungen und des Aufbaus eines stabileren amerikanischen Stützpunktes in der Antarktis sind angesichts des bevorstehenden Konflikts mit der Sowjetunion, der eine Landschlacht in den brutalen sibirischen Wüsten beinhalten sollte, nicht schwer zu glauben. Dennoch gab es in den folgenden Jahren kein Ende der Spekulationen darüber, dass das eigentliche Ziel der Operation High Jump die Vernichtung des sagenumwobenen Nazi-Stützpunktes in der Antarktis war. Über den tatsächlichen Erfolg der Operation High Jump gibt es widersprüchliche Berichte, aber es ist bekannt, dass mindestens 3 Marineflieger es nie lebend nach Hause geschafft haben. Doch aus welchem Grund, wenn da unten kein militärischer Konflikt stattfand? Neuseelands Verteidigungsminister. Obwohl Neuseeland nicht das Land ist, das der Antarktis am nächsten liegt, spielt die neuseeländische Regierung eine wichtige Rolle bei den Vorgängen im Kontinent aus Eis und Schnee. Tatsächlich ist die New Zealand Defence Force ständig in der Antarktis präsent, wo sie das Personal der Scott Base und McMurdo Station vor der Bedrohung durch Killerpinguine und vor sich selbst schützt. Im Februar 2017 stattete Verteidigungsminister Ron Mark den tapferen Neuseeländern, die in der eisigen Wüste nach Bösewichten patrouillieren, einen auf den ersten Blick routinemäßigen Besuch ab. Das schneebedeckte antarktische Gelände ist sicherlich hell genug, um selbst den tiefsten Schläfer die Augen zu öffnen. Aber was konnte Ron Mark auf seiner Antarktis-Expedition für einen Mann, der im Laufe seiner Karriere wahrscheinlich ziemlich viel gesehen haben muss, um in die gepriesene Position des Verteidigungsministers befördert zu werden, gesehen haben, was seiner Beschreibung des Besuchs nach als augenöffnend qualifizierte? Was hat Ron Mark dort also gesehen, das ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Augen geöffnet hat? Buzz Aldrin. Es scheint, dass einer der ersten Menschen, die den Mond betraten, mit dem Tourismus außerhalb der Welt nicht zufrieden war und auch die Antarktis von seiner Wunschliste streichen wollte. Buzz Aldrin, der nicht nur in den letzten Jahren als zertifizierter Weltraumfan an die Öffentlichkeit gelangte, begab sich Ende November 2016 auf eine Reise zum Südpol, die letztlich unglücklich verlaufen würde. Obwohl der 86-jährige Aldrin offenbar von seinen Ärzten vorzeitig für die Reise freigegeben wurde, bekam er irgendwann während der Reise Symptome der Höhenkrankheit und wurde von der National Science umgehend nach Christchurch, Neuseeland, evakuiert. Noch während er im Krankenhaus in Christchurch lag, bekam er überraschend Besuch vom stellvertretenden NASA-Administrator Dava Newman. Laut einem Tweet, den Aldrin von seinem Krankenhausbett aus verfasste, hatte Newman gerade ihre eigene Tour über den eisigen Kontinent beendet und wollte einfach vorbeikommen, um Buzz ihre Grüße zu überbringen. Aber diese ganze Geschichte ist von Anfang bis Ende absolut fragwürdig. Wenn der ältere Aldrin anfällig für Höhenkrankheit war, warum erteilten ihm die Ärzte dann die Erlaubnis, das 3000 Meter hohe antarktische Plateau zu erkunden? Warum hatte die Stellvertreterin der NASA den Südpol einen Tag vor Aldrin und nur Wochen nach John Kerry besucht? Und warum besuchte sie Buzz Aldrin, als es ihm noch schlecht ging, um ein Gespräch am Krankenbett hinsichtlich einer militärischen Nachbesprechung durchzuführen? Es gibt allerdings noch viele weitere Expeditionen, die hier nicht namentlich genannt wurden, wie beispielsweise die Expedition von Prinz Harry, dem Patriarchen Kirill, Tom Hanks oder sogar John Kerry. Eine ganze Menge Menschen haben enorme Strapazen auf sich genommen, um diesen abgelegenen und verlassenen Ort zu besuchen. Doch was ist der eigentliche Grund dahinter? Es kann sich ja hier nicht nur um Schnee und Eis handeln. Doch bevor das Video hier ein Ende findet, muss eine Person auf jeden Fall noch erwähnt werden, die eine Antarktis-Expedition hinter sich gebracht hat. Und zwar Petey Reis. Vielleicht liegt der Grund für all diese bizarren, hochkarätigen Besuche in der Antarktis Jahrhunderte in der Vergangenheit. Durch die Verwendung von Satellitenbildern hat sich die Kunst der Kartenerstellung, die sogenannte Kartografie, über alle Fehlermöglichkeiten hinaus entwickelt. Doch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts kam es häufig zu Ungenauigkeiten in der Kartografie. Dennoch gibt es eine Karte von vor über 500 Jahren, die offenbar einen Abschnitt der antarktischen Küste in verblüffenden Details erfasste. Es gibt nur einen Haken. Es gibt kein Eis auf dieser Karte. Diese einzigartige Karte wurde 1513 vom türkischen Admiral Petey Reis gezeichnet und 1929 wiederentdeckt, bevor moderne kartografische Untersuchungen der Antarktis durchgeführt wurden. Obwohl Admiral Reis zweifelsohne ein großer Entdecker war, gab er zu, seine Karte auf älteren Quellen zu stützen. Und obwohl das wissenschaftliche Establishment gute Gründe haben mag, die Theorie, dass die Petey Reis-Karte die Antarktis darstellt, brutal zu widerlegen, lässt sich nicht leugnen, dass Teile dieser Karte im Gleichschritt mit Abschnitten der antarktischen Küste verlaufen,
die tief unter dem Eis vergraben sind und wurden erst kürzlich mit dem Aufkommen seismischer Instrumente und Satelliten verifiziert. Wenn Piri Reis seine Karte wirklich auf Quellen stützte, die alt genug sind, um die Antarktis ohne Eis darzustellen, was muss sich dann an unserer Sicht auf die Menschheitsgeschichte ändern? Wenn die Karte von Piri Reis die Antarktis genauso darstellt, als wäre sie einst mit Palmen, weißhaarigen Monstern und sechshörnigen Ochsen, Riesenschlangen und antiken Ruinen geschmückt, wäre das nicht Grund genug für die Antarktis, in diesem Prozess im Mittelpunkt zu stehen, die Wahrheit über den menschlichen Ursprung zu entdecken? Wäre das nicht Grund genug für Spitzenvertreter der Weltelite, die Reise auf den südlichsten Kontinent anzutreten? Was können diese Menschen, die den abgelegensten Ort unserer Erde besucht haben, noch gesehen haben?